So, da wir ja das Duell mehr oder weniger ja gut oder einfach nur volle Kanne verkackt haben, würde ich mal sagen, wir machen jetzt nochmal zu unseren alten, zu Hektas zurück. Hektar. Um mir zu mitzuteilen, dass wir ziemliche Versager sind. Also ich ein ziemlicher Versager bin. Ja. Alter, hat mich das aber auch geärgert, ey. Richtig böses Maul gekriegt, das war nicht feilig eben. So, Alter. Jetzt lass einen Spruch überwachsen. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Ich probier's. So, Incendio. Zack. Zack. Nein, weiter. Alter, kurz vorm Ziel. Gibt's doch nicht. Zack. Ey, zum Glück müssen wir das nur einmal machen, 15 Mal hintereinander. So, Incendio haben wir gelernt. Du hast genug Zaubersprüche gelernt und musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du mit einem anderen Zauberspruch austauschen. T-Zauber-Auswahlmenü. Gut, das machen wir jetzt auch. Guten. Ich würde gerne... Was können wir da weghauen? Ey, wir haben noch so ein paar Sachen noch zu lernen, glaube ich. Die Illusionierung. Avada Kedavra, unverzeihliche Geile gibt's ja wirklich. Tötet Gegner sofort. Crucio führt dazu, dass sich die meisten Gegner vor Schmerzen krümmen, während sie mit der Zeit Schaden erleiden. Wirkt außerdem am Fluch auf verfluchte Gegner zusätzlich Schaden. Geil. Zwingt Gegner vorübergehend dazu, seine Seite zu kämpfen. Imperio. Okay. Das heißt, wir können die wirklich lernen. Das ist ja saugeil. Was wie Wingardium Leviosa gibt's auch. Beschwörungszauber. Beschwört Gegenstände aus dem Nichts. Änderungszauber. Ivanesco. Incendio. Delusionierung. Lumos. Gut, das haben wir ja. Reparo. Bombarda. Okay, das ist geil. Gehen wir einfach mal irgendwas in die Luft jagen. Das finde ich gut. So. Expelliarmus. Reißt den meisten Gegner Zauberstäbe und Waffen aus der Hand. Auch wenn sie keine Waffen tragen. Sehr nice. Defindo. Oh, den gibt's auch. Confringo. Blitz mit großer Reichweite. Flipendo. Also Nintendo. Geil. Anschlecht. Flipendo. Descendo. Depulso gibt's auch hier. Also fast die ganzen Dinge aus den Vorgängerspielen. Das ist ja nicht schlecht. Dann haben wir hier noch Arresto Momentum. Okay. Clatius. Levioso. Und Transformation. Geil. Okay. Gut. Da würde ich mal sagen, wir nehmen mal Lumos erstmal. Oh, den lassen wir Lumos mal drin. Nee, Accio lassen wir mal drin. Wir nehmen mal Reparo erstmal raus, weil den brauchen wir am wenigsten von allen. Den können wir aber gerne hier auf das zweite Set mal legen. Wenn das geht überhaupt. Nein, geht nicht. Okay. Gut. Üben Sie gerne im Klassenzimmer, bevor Sie gehen. Ich habe ein paar Ziele für Sie aufgestellt. Incendio. Wow. Geil. Ich glaube, die Alte mal abgefangen, Alter. Ausgezeichnete Abwehr.
Was? Naja, ausgezeichnet würde ich es jetzt nicht sagen. Ey, die Zauber, die brauchen ewig lange zum Aufladen, fällt mir gerade auf. Ins Handy. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Ins Handy. Die Membran zu setzen ist recht kathartisch, nicht wahr? Ja, und zwar sowas von. Geil. Macht mir schon Spaß, die Schule in Brand zu stecken. Okay. Gut, damit haben wir das erledigt. Wir könnten jetzt theoretisch zu Professor Fig zurückgehen, was wir jetzt auch machen werden, um ein bisschen die Story voranzutreiben. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das ist. Oh, wieso? Flohpulver bist du ganz nett. So, alles klar. Dann lasst uns mal schauen, was hier noch so geht. Ich würde nämlich auch ganz ungern jetzt einfach so jetzt mal zurückgehen. Da hätte ich, würde ich ganz gerne die Nebenquests nochmal ansprechen. Solange es ja das Duellieren ist momentan, weil das war einfach abartig. Astronomie Flügel. Giftige Tapferkeit. Duke und Hubbaus scheint ein Knuddelhuff-Problem. Wäre bestimmt lustig. Ich frage mich, ob ich ihm helfen kann. Oh, das ist eine gute Sache. Machen wir das jetzt mal. Okay. Ein Knuddelompf-Problem. Ich habe noch nie vom Knuddelompf gehört. Knuddelmompf. Geil. Also eine Anspielung auf Pokémon ist er, da lache ich mich aber wirklich kaputt. So, wo bist du? Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt... Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Ich hatte ganz viel Glück. Ach nee. Wir sind einfach mal arrogant. Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt. Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren. Und also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Was ist ein Knuddelhuff? Knuddelhuff. Geil, erschrickst du auch vor deinem Schatten? Wofür sollte man Angst haben, würde ich jetzt mal sagen. Ja, geil. Die sind doch niedlich. Wer hat denn Angst vor Knuddelmuffs? Die sehen süß aus, bis sie dir die Zunge in die Nase stecken. Egal wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankhof Knuddelmuff. Tut mir leid, aber du musst zugeben, das ist schon witzig. Das finde ich überhaupt nicht. Everett hat dasselbe gesagt. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Okay, ich bin mal gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Okay, also ich merke schon, die Hogwarts-Professoren, die haben auch voll ein, alle Klatsche all miteinander. Na gut. Aber hochgradig. Ich werde dir helfen. Hervorragend. Ja. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Gut, der verborgene... Oh, genau, wir beschützen uns vor diesem Scheiß-Schisse. Geil. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Ja, bin ich auch der Überzeugung, dass es spannend ist. Also, würde ich mal sagen, beeilen wir uns mal ein wenig. Um auch diese Mission fachgerecht beenden zu können.
Oh, ich muss da runter. Also eins muss ich auch sagen, das Schloss selbst ist... Da war sie. Dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Okay, also das tut ja... Das geht ja einfacher als gedacht, ey. Fuck! Ich jetzt hat keines mehr, wirklich den Schlüssel da reinklatschen kann. Ja! Getroffen. Ich weiß zwar nicht, wie viele Hausmarken wir haben, aber das werden wir noch herausfinden. Vor allen Dingen die Schlüssel zu jagen, das scheint ja eigentlich ganz easy zu sein. Ich habe mir schlimmer vorgestellt. So. Oh. Ah, können wir die Dinge jetzt anzünden? Incendio. Tatsache. Okay, das eröffnet jetzt einige neue Möglichkeiten in dem Schloss. Okay, jetzt... Wir haben fast alle verborgenen Seiten in Hogwarts. Das ist ja mal nice. Fehlen noch zwei Stück? Hm. So. Heilige Kräuterkunde. Korridor. Jetzt bin ich gespannt. Wurde ja auch mal Zeit. Der ist einem ganz schön auf den Sack gegangen, Alter. Geil. Geil. Finde ich gut. Muss ich hier mit Reparo reparieren? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Wir probieren es einfach mal. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht kriegen wir dann von der Rüstung auf die Ampel. Wäre bestimmt auch lustig. Geil. Reparo. Okay, hat nicht so funktioniert. Alles klar. Dann wieder zurück zu Incendio. Wie geil. Aber Avada Kedavra, das ist geil. Denn, damit hätten wir unser Ziel dann erreicht. Der schwärzeste... Oh. Das wollte ich nicht. Dunkle Magie alle Zeiten zu werden in Hogwarts. da werden wir einfach noch alles instant killen, ey. Aber ich kann mir vorstellen. Rebellion. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht so einfach sein wird, den zu kriegen. So, perfekt. Da haben wir schon mal den nächsten Korb. Incendio. So, Nummer 14 von 15. Das ist nice. Ah, noch eine Seite. Sehr gut. Geplättete Rüstung. Diese Rüstung gehört Sir Scabletop, dem achtlos, dem törichterweise an Bergtrolls an einem Spiel Reisen nach Jerusalem heraus... Was? Einen Bergtroll forderte er zur Reise nach Jerusalem heraus. Geil. war nicht schlecht. Auf die Idee müssen wir erstmal kommen. Geile Sache. Okay. Ja, bevor ich jetzt vergesse, da müssen wir hin. Ah, Schlossgarten, nice. Rebellion. Okay. Okay. Da ist er, okay, oder? Anscheinend. Oh. Oh, nice. Wie sich das Ding da hinten einfach mal bewegt. Also ich muss sagen, an den Detailgetreuheiten an dem Spiel selbst, was die Ideen und alles angeht, da haben die sich nicht lumpen lassen, ehrlich gesagt. Schöne Sache. Rebellion. Ah, ich seh's schon. Achio. Boah, einfach ins Blinde, Alter, und Schaps. Geil. Klasse. Rebellion. Irgendwas ist hier. Ah.
Wenn das wirklich der verborgene Kräuterkunde-Korridor ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Klubumbel. Klubumbel sind magisch fliegende Insekten, die eine Art Sirup produzieren, der beim Verzehren Schwermut verursacht. Sie ernähren sich von Nesseln und bauen ihre Nester an dunklen, abgelegenen Orten. Leider befallen sie auf Bienenstöcke und haben verheerende Auswirkungen auf den Honigstamm. Okay. 2 von 25? Rivelio. Aber irgendwie sind wir noch nicht ganz fertig. Ah, da unten ist was. Aber das sind wir noch gar nicht hingekommen, gell? Ah. Ah, da unten ist ein Korb. Den zünden wir gleich mal an, in unsere Ruhe. Alter. Du sollst anzünden. Warum machst du das nicht, Bruder? Komisch. Ich glaub, wow, sorry Leute. Boah, Mann, diese scheiße Erkältung geht mir auf den Sack. Abends ist es mir ganz schlimm. So. Rivelio. 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 Oder Ravioli. Oder Ravioli. Hört bestimmt auch was. Okay, was ist mit dem? Incendio. Leviosa. Das sieht mir jetzt nicht danach aus, als wäre da irgendwas. Oder muss ich schon was reparieren? Ich glaube aber nicht, oder? Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Ja, das ist richtig. Rivelio. Das war eine Anspielung. Und natürlich werden wir die annehmen. Burn, Baby! Alter, das gibt's nicht. Stell dir mal vor, das würde sich jetzt hochziehen bis in den Kräuterkunde-Garten, ey, und der ganze Garten wird abfackeln. Finde ich gut. So, da bin ich mal gespannt, was da in diesem verborgenen Kräuterkunde-Areal das alles los ist. Also ich kann mir vorstellen, nichts Gutes wahrscheinlich. Solange wir damit irgendwelchen Übermonstern da konfrontiert werden, sehe ich auch keinerlei Problem, dieses Ding nicht zu lösen. Okay, das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Okay, der Duncan ist hier reingegangen. Und er hat Angst vor allem Knüllwurf. Ja. Also. Respekt. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Teufelschlinge, Teufelschlinge, sie tötet vor Wonne, aber schmollt in der Sonne. Das war so ein Zitat aus dem ersten Teil, den ich mir gemerkt habe. Total dumm eigentlich. Okay. Hm. Lass uns mal alles genau erkunden. Alter. Lumos. Okay. Können wir da rüber springen? Naja, zumindest sterben wir nicht dabei, das ist gut. Blaue Lederhandschuhe, okay. Ah, stimmt, wo wir schon dabei sind. Ausrüstung haben wir noch gar nicht richtig kontrolliert. Handbekleidung auf blaue Lederhandschuhe. Sehr gut, damit hätten wir damit schon mal wieder was Gutes und ein Outfit haben wir. Entspanntes Gewand. Würde uns aber von der Verteidigung herunterstufen. Keine Verbesserung angewandt. Okay, das heißt, da sind wir mit der momentanen Robe eigentlich besser bedient. Okay. Wir machen immer noch keinen Besen. Umfliegende Reittiere haben wir auch noch nicht. Aber wir haben Kopfbekleidung.
ganz ehrlich, Leute. Scheißt auf alle Buffs der Welt. Ums Verrecken, nein. Es sieht ja so beschissen aus. Boah, hoffentlich kriegen wir was Anständiges, ey, sonst... Oh, Zauberstabgriffe gibt's ja auch. Wie geil ist das denn? Nehmen wir mal den. Wundervoll ist den Dunkelgrau. Sieht vor allem mit der Spitze da unten drunter, sieht ja so richtig asozial aus. Das ist geil. Okay. Gut. Also viel gab es jetzt auch nicht großartig an Ausrüstungen. Es braucht ja noch ziemlich. Wir sind ja noch ziemlich am... Ich würde sogar sagen, behaupten, wir sind ziemlich noch am Anfang des Spiels. Zack. Hey. Lumos. So, bleiben wir mal bei Lumos. Das werden wir hier wahrscheinlich öfters jetzt mal brauchen. Okay. Rivelio. Nichts Interessantes mit Rivelio. Bleibt mir nur vom Agge. Verzieht euch. Ich weiß nicht, ob ihr mir schaden könnt, aber ich gehe mal stark von aus. Ja. Lumos. War klar. Lumos. Okay. Rebellion. Oh, da hinten ist was. Lumos. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Uiuiui. Incendio. Akio. Gut. Trotzdem, wir sind hier noch fertig. Incendio. Alter, warum machst du das nicht, wenn ich schon gerade bei dir bin? Oh, Geld. Oh, da liegt was. Oh, da liegt die Kohle. Bam. Diese Venemosa Tentacula, was die sich geändert haben in den Laufe des Spiels. Die waren vorher immer so riesig und so anders. Und im ersten Teil waren das einfach nur so Pflanzen, die auf... Waren das einfach nur Pflanzen gewesen, die auf dem Boden herumgekraut sind mit mehreren Köpfen. Das war einfach nur lustig. Obwohl die Viecher im ersten Teil ganz schön scheiße waren. Die haben ganz schön genervt zwischendrin. Die haben auch an der Wand gehangen und alles. Aber egal, was soll's. Ich muss unbedingt den zweiten Teil spielen. Den ersten habe ich ja schon gemacht. Das heißt, den zweiten werden wir danach wahrscheinlich als nächstes dann Let's Playen. Das finde ich gar nicht mehr so verkehrt, die Teile nacheinander durchzujagen. Vor allem, weil der zweite meiner Ansicht nach der beste ist. So, wenn du Mozart Tentacula, sammeln wir mal ein bisschen was. Rebellion. Oh ja, Baby. Zack. Jawohl. Weiter Schal mit Hauswappen, okay. Weiter Schal mit Hauswappen. Nice. Ja, jetzt kommen wir doch endlich mal einem Sliverim entgegen. Gut. Das hätten wir damit auch geschafft. Zack. Ist das etwas hier? Nee, ich glaube, ich habe alles geklaut, was ich klauen konnte, aber da ist noch was auf dem Boden. Ach so, da geht's rein in den Dings. Okay, gut. Hier ist auch nichts Weltbewegendes. Warte. Ne, nur die Tür da hinten. Okay, das ist... traurig. Ah, ich hab's gesehen. Rivelio. Ich meine, ich hätte was gesehen. Hallo. Oh, Gewächshäuser. Sie zu sehen.
Okay, das ignoriere ich jetzt gekonnt. Schloss auf Stufe 1. Alter, ärgert mich das, dass wir nicht alles hier machen können, ey. Wer ist das? Okay, eine Baumschubserin. Sehr lustig. Schmuserin, sorry. Oh, kurz Moment, sorry. So, sorry. Liebe Frau Professor Garlic, wie überaus aufmerksam von Ihnen. Sie haben sich ja sogar gemerkt, dass Erdbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß, kein Wunder, dass die Muggel verrückt nach Ihnen sind. Alles, was Sie züchten, scheint von erlesenster Qualität zu sein. Von Bitterwurz bis zu den Beeren. Ich hoffe sehr, dass meine liebe Nichte nicht etwas von Ihnen abschaut, während Sie sie unterrichten. Lenora vergöttert Sie. Ich bin mir sicher, das tun all Ihre Schüler. Stets mit wärmsten Grüßen, Eleanor Everlight. Okay. Nenn ich doch mal eine schöne Sache, wenn die Lehrer gelobt werden für so einen Scheiß. Nice. So. Rebellion. Oh, da ist was, sehe ich gerade. Ausrüstungsplätze sind voll, geflickter Hexenhut. Okay. Ja, sieht zwar auch nicht besser aus, aber naja, besser als nichts, würde ich sagen. Der wird immer bescheuert, gerade geil. Inventar. Haben wir irgendwas, das wir hier weglegen können, eventuell? Arthurs Karte, Platte riesigen Venomosa, eine spezielle Marke für jedes Haus. Brief von Black an Fick, Brief von Ender Everlight, Brief von Professor Schaas Schwester. Nachricht an Professor Black. Okay. Was mich nur wundert, wir haben mit dem Professor Black nicht großartig viel zu tun gehabt bis jetzt. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas storymäßig noch passiert. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn der Schulleiter nicht auch eine gewisse Rolle spielen würde, ne? So. Gut. Dann nehmen wir die Schnellroute. Weil ich glaube, es dauert ewig, bis wir wieder zurück sind. Und bringen unserem Knuddelmuff, unserem Knuddelmuff-Freund, Liebling vor allen Dingen, bringen wir jetzt noch die Venomosa Tentacula und dann hätten wir das auch erledigt. Dann wäre das auch durch. Perfekto, Amico. So. Gut. Ich bin voll auf dem Raymond-Trip im Moment. Ich weiß nicht warum. Lumos. Huh. Akio. Nein. Lumos. Okay. Gut. Die müssen wir alle nacheinander machen. Ab zu unserem Freund, zu unserem guten Freund. Wo ist unser guter Freund? Der ist da unten und ja. Zack, geht die Zack ab in den Sack. Zack, zack. So. Hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Hol dir deinen Scheiß selbst, Alter. Hallo, Duncan. Ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venomosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Vielleicht behalte ich das lieber. Ach, egal. Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankuff Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert. Danke für deine Hilfe. Mit Dankuff Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Perfekto, wunderbar. Noch ein Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Level, na, fast Level 10 sind wir, aber das ist mehr auch nicht. Dieser Hexerhut sieht genauso beschissen aus wie der Rest, Alter. Aber gut, was soll ich dazu sagen? So, was haben wir noch an Missionen? Wenn nichts mehr großartig ansteht, würde ich schon behaupten,
Müssen wir uns wieder zur Hauptstory mit der Hauptstory begnügen? Oder gibt's was in Hogsmeade? Na, würde mich auch wundern, wenn es in Hogsmeade was geben würde, gerade. Wobei wir mal in Hogsmeade mal ab und zu mal vorbeischauen könnten. Was sagt eigentlich unser Geld? Unser. Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Was sind unsere Finanzen im Moment? Sehe ich das hier irgendwo? Talente habe ich auch keine. Geil. Leute, wir sind talentlos. Schön. Karteaufträge. Finde das Geheimnis in der verbotenen Abteilung. Stimmt, geheimes Lager im Schloss. Das müssen wir doch fertig machen und die diadelischen Schlüssel. Haustruhe vom Platz für weitere Marken. Ich sollte weitere Schlüssel finden. Gut, 4 haben wir gerade mal von 16. Das heißt, 12 müssen wir noch finden. Ich denke mal, die werden wir im Laufe noch kriegen. Geheimnis der verbotenen Abteilung. Benötigte Stufe 3. Descendo. Belohnung. Desillusionierung. Okay, das ist sehr interessant. Finde ich nice. Sonst irgendwas, was hier ansteht, irgendwie nichts mehr sonst, außer jetzt die normalen Sachen. Okay. Gut. Leute, da würde ich jetzt mal sagen, ich mache jetzt mal einen kurzen Break hier und wir sehen uns dann gleich wieder an derselben Stelle. Und dann werden wir uns Richtung verbotene Abteilung begeben. Vielleicht lernen wir ja Avada Kedavra, das wäre bestimmt geil. So. Liebe Arcadians, bis gleich. Macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao. Ciao.